Hallo alle zusammen! Das Leben schreibt manchmal herzzerreißende Geschichten. Hier handelt es sich um die Story von einem Tierschützer, dessen besonderer Blick für hilflose Geschöpfe zu einer großen Freundschaft führt. David Foster ist ein in Nordirland lebender Brite. Er reist gerne und so erkundete er letzten Herbst den Amazonas in Brasilien. Er war mit dem Boot unterwegs in einer menschenleeren Gegend mit einem wunderschönen Strand von einer scheinbar unbewohnten Insel. Doch Überraschung, er sah mit seinem geübten Blick ein Geschöpf, das er sich genauer anschauen musste. Schon von weitem wussten Foster und seine Begleiter, dass hier etwas nicht stimmt. Eine verlassene Gegend und ein Hund, das passt nicht zusammen. Der Tierfreund legte also am Strand an. Er rief den Vierbeiner zu sich und sofort rannte das Tier auf ihn zu. Schon das ist seltsam, denn Hunde reagieren ja meist nur auf ihre Besitzer. Nun konnte er sich den Hund genauer ansehen. Eine schwarze große Hündin, deren Knochen sich schon deutlich abzeichneten und der viele Strapazen anzusehen waren. Bei einem Blick nach oben zeigte sich, dass das sogar schon die Aasgeier erkannt hatten, die ihre Runden drehten. Die Hündin, die er später Negrita nannte, war nicht nur abgemagert, sondern wies mehrere Wunden auf und war über und über mit Zecken und Flöhen bedeckt. Unter der teilweise rissigen Haut entdeckte er blaue Flecken. Die Hündin muss geschlagen worden sein. Er gab ihr sofort etwas zu fressen und versuchte, das zitternde Tier zu beruhigen. Hätte er das zutrauliche Geschöpf am Strand gelassen, wäre das wohl ihr sicherer Tod gewesen. Deswegen beschloss David, sie mitzunehmen und aufzupäppeln. Nun hatte sein beschaulicher Urlaub in Brasilien ein Ziel. Seine Begleiter und er nahmen Negrita an Bord und segelten sofort zur nächstgrößeren Stadt, um einen Tierarzt zu finden. Mit etwas Glück mussten sie nicht lange suchen. Der Tierarzt entfernte die vielen Zecken, behandelte die Kontamination durch die Flöhe und versorgte die Wunden. Knochenbrüche oder Muskelverletzungen konnten glücklicherweise nicht festgestellt werden. Foster setzte seine Bootstour fort, Negrita kam mit an Bord. Die Hündin zeigte viel Dankbarkeit und folgte ihm schwanzwedelnd auf dem Boot hin und her. Der Tierfreund überlegte nicht lange und beschloss, Negrita kommt zu mir nach Hause. Doch das Tier einfach mit ins Flugzeug zu setzen ist leider nicht so leicht. Foster hat zum Glück jedoch Kontakte in Brasilien. Tatsächlich ist er Initiator eines Straßentiervereins, der Spenden für Streuner sammelt. Play for Strays nennt sich die Organisation. So hatte er kürzlich Tierspielzeuge an eine Tierherberge in Sao Paulo geliefert, die ihm nun weiterhelfen konnte. Eine Dame namens Tamis, die für die Herberge arbeitet, stimmte zu, den Hund aufzupäppeln, sodass er reisefähig werden würde. Gleichzeitig spendeten hunderte Unterstützer von Play for Strays online Geld für das Flugticket. Eine brasilianische Tierrettungsorganisation spendete zudem Geld für all das Futter, das Negrita in ihrem neuen Zuhause brauchen würde. Foster beendete seinen Urlaub und flog nach Nordirland zurück. Allein. Denn einerseits war das Tier noch nicht stark genug für eine so beschwerliche Flugreise. Andererseits sind die internationalen Richtlinien für den Transport von Tieren sehr streng. Deswegen sollte es statt wenigen Wochen ganze 5 Monate dauern, bis er Negrita wieder in den Armen halten konnte. Zahlreiche medizinische Tests und Bescheinigungen waren erforderlich, um die Hündin in einer Airline fliegen zu lassen. Ende März war es dann soweit und er konnte seine Amazone vom Flughafen abholen. Negrita hat sich wunderbar ins Familienleben eingegliedert und ist eine treue Begleiterin ihres Herrchens geworden. Jeden Tag ist David Foster für die Hilfe von Menschen rund um den Globus dankbar. Erst durch die praktische Hilfe in Brasilien und die Spenden von hunderten Menschen wurde diese Rettungsaktion möglich. So kann es gehen, wenn Menschen zusammen ein Ziel haben und ihr Bestes geben, es zu erreichen. Auf Tierliebe können sich viele Menschen einigen. Was denkst du darüber? Hättest du die Hündin auch mitgenommen oder wäre dir das zu heikel gewesen? Lasse uns einen Kommentar da und teile die Geschichte mit deinen Freunden. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.